Servus, moin, hallo und zurück hier im Fußballmanager 2014 Let's Play mit Hertha BSC Berlin in der vierten Saison und hier bei eurem Sphinx Mido. Heute steht der 27. Spieltag an mit den Begegnungen Lautern Wien, Mainz, Leipzig, Braunschweig Union, Ingolstadt Dresden, Duisburg, Düsseldorf, Fürth, Aalen, 1860 München Cottbus und VfL Osnabrück gegen Karlsruhe SC. Und wir mit dem Heimspiel Hertha BSC Berlin gegen den Chemnitz FC. Heute soll es hier so eine Art Doppelfolge werden mit zwei Spielen in einer Partie. Dieses Spiel hier machen wir im Textmodus ganz normal und die andere Partie in der Sofortberechnung, damit wir hier schneller durchkommen und dieses LP so schnell wie möglich dann hier beenden können. Es soll natürlich nicht ärgerlich sein, aber ich denke, es ist besser so, weil die Aufrufzahlen sind momentan nicht so gut und ihr seid, glaube ich, eher an meinem FIFA-Let's Play interessiert, von daher werde ich das dann höher leben lassen und vielleicht kommt ja noch ein oder anderes neues Projekt noch mit rein. Ich bin am Überlegen, Simulatoren noch irgendwie mit reinzubringen. Und der Aufruf an euch, falls es euch sowas interessiert, schreibt mir einfach mal eure Simulatoren-Vorschläge rein, die ihr sehen wollt. Was ich ausschließen kann, ist der Landwirtschaftssimulator, Baumaschinen-Simulator, wie sie heißen. Die werde ich nicht machen. Minecraft und so weiter erst recht nicht, Battlefield und diese ganzen Sachen auch nicht, weil ich möchte hier zu keiner Gewalt irgendwie animieren. Und dann würde ich sagen, geh mal rein. Wünsche viel Spaß. Freunde, was gibt es Schöneres, als hier im Stadion unserer Hertha-Mannschaft die Däumchen zu drücken und sie von den Rängen zu unterstützen auf dem Weg? So, und dann würde ich sagen, geh mal rein. Jetzt erstmal hier das Ganze ein bisschen angepasst. Wärmen unsere Spiele auf, sagen Konzentration. Chemnitz ist defensiv ausgerichtet, haben aber gleich die erste Chance von Ronny Gabuszewski. Aber Thomas Kraft ist hier rechtzeitig unten und packt sicher zu. Und wir haben hier gleich die Chance. Fünfte Konter von Hertha BSC über Jens Hegeler, der sich gegen Serenkov im Zweikampf behauptet. Und dann als halblinker Position im Strafraum abzieht, kein Problem für Riederer. Und wir dürfen wechseln. Fabian Lustenberger Muskelfaseres. Also Dankeschön. Fehlte erstmal ein paar Wochen aus. Kann man hier nicht sehen, wie lange. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Für ihn Enes Benhatira. Jetzt sind wir um 8 Punkte schwächer. Ist natürlich auch nicht gut. Aber wir machen jetzt einfach das Beste draus. Riesenchance in Berlin. Jetzt muss es schnell gehen. Überzeitsituation für Hertha BSC. Ramos hat nur noch Riederer vor sich. Versucht es mit einem Heber, aber Riederer reicht den Ball mit den Fingerspitzen und hat ihn dann sicher. Schade. Schade, schade, schade hier Adrian Ramos. Glanzparade dafür für Stefan Riederer. Aber wir versuchen es hier jetzt noch. Mit voller Angriff haben die nächste Chance. 15 Minuten. Benhatira wird auf der rechten Seite steil geschickt, legt dann zu Ramos. Doch Hüsing passt auf und klärt vor dem Angreifer. Und es heißt Ecke vermutlich. Hundertprozentige Ecke, Marc Stendera erste in der Partie. Ramos und Hüsing steigen zum Kopfballduell hoch. Hüsing kann es durchsetzen, Riederer muss sich eingreifen. Also wieder eine Chance, die wir im Sand gesetzt haben. 17. nächste Chance. Nach einem Einwurf ist Paul Verhaag rechts durch, flankt nach innen. Und Marc Stendera zum 1:0. Klasse! 15. Tor der Saison, zweite Vorlage von Paul Verhaag. Sag mal doch einfach mal super hier, nach 18 Minuten. 10 Sekunden sind zwei Bälle hier im Spiel, das kann natürlich passieren, dass die mal reinrücken. Hegeler klärt hier zur Ecke, sonst hätte Jan-George hier den Anschluss gemacht. Und jetzt die Ecke von Ronny Gabuszewski. Brooks gewinnt das Kopfballduell im Zentrum, allerdings auf Kosten einer weiteren Ecke. Jetzt wieder reinkommt von Ronny Gabuszewski. Landet bei Jan-George. Aus 10 Metern trifft er die Kugel nicht voll und Thomas Kraft kann mit etwas Glück parieren. Ja, Gott sei Dank. Und wir haben die nächste Chance. 29. Verwirrung im Strafraum. Keiner schlägt den Ball entscheidend weg. Schließlich schnappt sich Benhatira die Kugel, zieht aus kurzer Distanz ab. Aber Riederer ist zur Stelle. Sitki Özgül mit der gelben Karte. Klares Foul an Kobylanski. Und wir haben Anthony Sierra hier, also das heißt, Sitki, du wirst wahrscheinlich rauskommen.
Weiter Einwurf von Hegeler. Rederer kommt heraus, fängt den Ball ab. Und wir sind wieder im Ballbesitz. Das sagt man da jetzt doch voller Angriff, denn ein 1:0 reicht hier nicht wirklich. Jetzt die Ecke, Marc Stendera, zweite in der Partie, aber Hüsing kann hier schon wieder klären. Und jetzt Chemnitz. Wo hier Kraft gerade noch am Vollstrecken hindern kann. Aber Chemnitz hat die nächste Möglichkeit. Gaboszewski flankt zu Kolja Pusch, der jedoch knapp am Aluminium vorbeiköpft. Chemnitz FC, die Mannschaft vom lieben Hansa-Fan. Ganz liebe Grüße mal an dich, falls du hier reinguckst. Du machst es wirklich klasse mit deinen Chemnitzern. Er ist gerade wieder dran, hat gestern angefangen. Wenn alles klappt, seht ihr die Folge jetzt morgen am 4., am Samstag. Deswegen schönes Wochenende. Passt die Chance. Aber Kraft ist auf dem Posten, der eine 1,5 hat und eine 80. Also ist schon unglaublich, was der Junge hier für uns leistet. Wir motivieren ihn und jetzt ist er überglücklich. So, Frische. Haben wir noch ein bisschen zu arbeiten? Zitki, da lassen wir's. Weil wie gerade eben erwähnt, er wird rausgenommen. Halbzeitansprache, sehr gut, weiter so. Und dann kommt er jetzt raus, der liebe Zitki, für ihn dann Anthony Sirre in der Partie, den man noch gut kennt aus dem LP vom Baumader, der kurz vor der Beendung des LPs ist. Morgen müssten da die Spiele gegen Real Madrid bei ihm laufen, also das Rückspiel. Jetzt hat er ja heute gegen Wien Wiesbaden recht ordentlich gespielt, knapp gewonnen. Hatte ja fast die zweite Mannschaft da komplett auf dem Feld. Jetzt die Chance für Chemnitz und wir haben den Ausgleich. Wir haben den Ausgleich, Martin Kobylanski. 11. Saison, 8. Vorlage, Ronny Gaboszewski. Und Chemnitz wieder im Ballbesitz. Brooks legt hier zu George, aber Sirre kann hier klären. Ecke von Ronny Gaboszewski. Faustet statt dem Ball nur Brooks weg. Hüsing muss wahrscheinlich schmunzeln, trifft daher den Kopfball nicht richtig. Brooks hält sich benommen, den misshandelten Kopf, kann aber weitermachen. Und wieder Chemnitz. Wieder Ecke, Ronny Gaboszewski zieht den Eckschuss von der linken Seite vom Tor weg. Ball kommt vor die Füße von Zerenkov, geht aber rechts am Tor vorbei. Also jetzt sind die Chemnitzer hier am Drücker. Und wieder der Ecke, die fünfte. Ecke kommt zu nah vor das Tor, Kraft hat keinerlei Probleme. Ich hoffe mal, dass es in unsere Richtung jetzt geht, weil wir wollen hier noch eine Rolle spielen. Jetzt kommt Pierre Lebeu für Darcy Blake. Und bei uns kommt jetzt noch Faton Ademi für den Sturm, für Adrian Ramos, der das heute leider nicht so gut erledigt hat, hier seinen Job. Schnellhardt wird aus kurzer Distanz angeschossen, geht zu Boden, das tut richtig weh. Ecke Marc Stendera, 70. Ecke ist Sache von Marc Stendera. Er schaut lange nach der besten Anspielstation, bringt die Kugel dann hoch hinein, aber Hüsing köpft den Ball dann wieder weit aus der Gefahrenzone. So, Freistoß von Markus Zuttner. Riederer sieht dabei alles andere als gut aus. Das, der war haltbar. 2:1 Führung von von Enes Benhatira, drittes Tor der Saison, zweite Vorlage von Markus Zuttner. Und jetzt kommt Mike Kegel für Kolja Pusch. Und Sirre kümmert sich jetzt hier um Kobylanski. Und wir haben die nächste Chance, schöner Angriff der Berliner über Schmiedebach und Max Schindera. Und wir haben eine Ecke, die hereinkommt von Max Schindera. Ecke kommt gefährlich in den Strafraum, der Ball landet nach einer Kopfballabwehr von Stenzel bei Brooks. Der schießt sofort, aber Riederer ist unten und kann abwehren. Nicht die 3:1 Führung und die endgültige Entscheidung hier. So, Balljunge verzögert hier das Spiel. Die Balljungen wurden jetzt vor kurzem auch von Thomas Kraft kritisiert. Beim letzten Auswärtsspiel in Augsburg. Jetzt kommt Dario Schurmacher, kennt man auch aus seiner Zeit bei Alemannia Aachen.
Und wir haben die Chance, 81. Minute 100%ige. Da kommt rechts im 16er zum Schuss, der Ball fliegt durch zahlreiche Abwehrbeine. Federer kann nur noch abklatschen und Faton Ademi stoppt aus 3 Metern ab. 3-1 Faton Ademi. Drittes Tor der Saison, dritte Vorlage von Paul Verhaag. Klasse. So, wir schalten jetzt hier mal ein bisschen den Einsatz herunter. Ich glaube 70% ist angemessen. Noch eine Stange Zeitspiel. Konterchance für Chemnitz. Ganz knapp vorbei hier von Martin Kobidanski. Aber Chemnitz mit der nächsten Chance. Direkt danach Gabuczewski. Aber leichte Beute hier für Thomas Kraft. Schumacher mit der gelben Karte. Schlendera hebt deutlich vor dem Zweikampf ab. Suttner mit einem tollen Freistoß, der sich erst im letzten Moment senkt. Ademi kann sich hinter seinem Bewächer davon stehen und Riederer mit einem kraftvollen Kopfball überwinden. 4-1. Faton Ademi für das Tor, dritte Vorlage Suttner. Klasse. Klasse, 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 klasse. Das Spiel dürfte gelaufen sein. Denke ich mir doch auch. 4-1. Was soll da schon großartig passieren? 3 Minuten Nachspielzeit hier. Und nochmal die Chance. 90 plus 2, Ecke Marc Stendera. Ist ein Tick zu kurz, kein Problem für Pierre Lebeu. Wir haben die nächste Ecke. Jetzt wieder reinkommt von Marc Stendera. Kein ernsthaftes Problem für Riederer. Und die Partie müsste gelaufen sein. Schlusspfiff. Wir gewinnen hier mit 4-1 gegen den Chemnitzer FC, die nochmal gut herangekommen sind zu Beginn der zweiten Halbzeit. Aber wir haben es dann ab der 70. Minute konsequent gemacht. Erst Ben hat hier in der 72. Dann der Doppelpack von Ademi innerhalb von 4 Minuten. Statistiken 17 zu 15 Chancen, dann können wir weitergehen. Und damit herzlich willkommen hier im Nachbericht zum 27. Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga mit der Begegnung Hertha BSC Berlin gegen Chemnitzer FC. Wir gewannen mit 4-1 gegen die Chemnitzer, beste Mann von uns, Faton Ademi mit der 1,02 Tore nach Einwechslung. Stendera 2,5 gute Spiel gemacht, genauso wie Suttner, Thomas Kraft, Brooks. Man kann eigentlich fast alle aufzählen, außer Schulz und Schmiederbach. Ansonsten war es in Ordnung, bester Mann auf Seiten der Chemnitzer Riederer. Der glaubt von Unterhaching kommt ursprünglich. Unsere beiden Ansprachen haben funktioniert, ist zumindest auch schon mal positiv. Dann gucken wir jetzt mal Statistiken. Dort sehen wir es hier. 7 Schüsse der Chemnitzer, also die hatten deutlich mehr vom Spiel. Auch von den Chancen her eine mehr als wir. Und vom Ballbesitz waren wir Siegerspieler des Spiels Ademi. Und jetzt möchte ich natürlich hier mal kurz reingucken bei Lustenberger, wie lange er denn ausfällt. 12 Tage. Also ich glaube, zum VfB-Spiel müsste er wieder da sein. Und jetzt zu den Ergebnissen. Mainz schlägt RB Leipzig mit 2-0, Hertha BSC 4-1, 1-0, Kaiserslautern gegen Wien 6-2 zwischen 68 München und Energie Cottbus, 2-2 zwischen Braunschweig und Union Berlin, 4-1 Erfolg von Duisburg über Düsseldorf, 1-1 Osnabrück Karlsruhe, 1-0 Sieg von Greuther Fürth über VfR Aalen sowie ein 2-1 von Ingolstadt über Dynamo Dresden. Zwei Spieler ihres Teams haben nach ihrer Einwechslung am letzten Spieltag getroffen. Das ist zumindest schon mal sehr positiv. Bundesliga mal der Blick. Dort sind wir Bayern vor Schalke, Wolfsburg und Hoffenheim. Unten Bochum, Augsburg und Köln. Dritte Liga FSV Frankfurt hier vor der zweiten vom VfL Wolfsburg. Dritter Rot-Weiß Erfurt, die jetzt direkt aufsteigen würden. Und Aue in der Relegation. Und jetzt gucken wir noch kurz nach England. Was Manchester United macht auf den dritten Platz, okay? 55 Punkte, immer noch 10 Punkte Rückstand. Also es sieht nicht so dominant aus, wie wir es geschafft haben. Und jetzt zu den Stimmen. Da sagte ich heute, wer Erster ist, hat immer recht. Ich habe also recht. Und wenn ich Fünfter bin, können Sie wieder mit mir reden, okay? Und Gerd Schädlich, den man noch kennt von seiner Zeit bei Erzgebirge Aue, sagte, wir machen zu einfache Fehler, geraten im Rückstand, müssen dann viel Aufwand betreiben. Wir haben viele gute Möglichkeiten herausgespielt, sie aber nicht genutzt, nachdem wir dann den Ausgleich geschafft haben. Sind wir von unserer klaren Linie abgekommen und haben nicht mehr so gut nach vorne gespielt wie vorher? So kann man es sagen, bei uns in der Tabelle haben wir jetzt 10 Punkte Vorsprung auf Mainz, 11 auf den KSC und 13 auf Dresden. Also unser Aufstieg müsste dann bald geschafft sein.
Spieltagsstatistik sehen wir heute Ben Hatira und Faton Ademi sowie Suttner, also drei von uns. Dann Hoos, Radu und Hoogland für Kaiserslautern. Schauerte für Dresden, Lamberts für Cottbus, Heim. 28 Saisontore, also so langsam wird es wirklich eine Überlegung. Teamleistung heute beste mit einem Schnitt von 2,36 in der Saison, Schnitt von 3,01. Beste Spieler, Hein, 28 Saisontore. Ich glaube, der wird es machen, da lege ich mich jetzt schon fest. Und nach 27 Spieltagen notenbeste Spieler nach wie vor Thomas Kraft. Stendera und Ramos jetzt hier auf den Plätzen 7 und 8. Von den Scorerpunkten her ist Stendera deutlich besser als unser Ramos. Und Fairplay können wir jetzt hier noch. Eine Woche steht hier, aber wir haben es ja gesehen, 12 Tage, die er ausfällt. 9 feste Mannschaft, dann können wir weitergehen. Weil wie gesagt, das Spiel gegen Wien Wiesbaden, machen wir jetzt entweder Sofortberechnung oder Videotext, das sehen wir dann gleich noch. Aber ich glaube, Videotext ist das sinnvoller, weil wir da dann noch einschreiten können. Sortieren wir mal nach Marktwert. Das Thema Arnold hat verlängert. Dennis Breit hat verlängert. Stefan El-Sharawi, Mata, Luis Suarez. Mohamed Salah hat verlängert. Gida Wogi, der Wolfsburger, hat verlängert. Kevin Großkreuz. Und so weiter. Paloschi, der mir schon fast Ärger bereitet hat. Im Ultimate Team könnt ihr jetzt die Tage wieder sehen. Die zweite Folge habe ich da bereits aufgenommen. Jugendspieler entdeckt, 3,5 Sterne, Matt Beeney von, was muss es sein, Vanuatu oder sowas. Nehmen wir mal mit. Lustenberger fällt aus, 12 Tage. Und Ciro Immobile hat seinen Vertrag verlängert beim FC Turin. Immer noch ein bisschen Musik in den Hintergrund. So, Team Dynamic, da können wir wieder neu reden, das machen wir dann auch gleich. Erstmal die Jugendmannschaft, weil da einer mir jetzt langsam auf den Geist geht. Nix, dass ich gegen dich was hab. Aber wenn du fragst, wo ist mein Jugendspieler, du solltest einfach mal in die Folgen reinschauen. Nämlich hier der gute Ariok Koshival, der jetzt seinen Jugendspieler hat und hier Memphis Depay, weil er es heute in die aktuelle Folge geschrieben hat. Und einfach mal, ich sag's auch alle, falls ihr irgendwelche Jugendspieler sehen wollt, schaut einfach mal in unsere, in meine Folgen. Scouting abgeschlossen, VfR Aalen, uninteressant. So, Viertelfinale Champions League, die Hinspiele. Werder Bremen mit einem 2:1 gegen Ajax. 2:2 zwischen Bayern München und Manchester United. Mandzukic groß mit den Toren bei Bayern. Bei Manchester United unser ehemaliger Spieler Anthony Martial mit dem Doppelpack. Arsenal-Juventus 2:1 Sieg von Arsenal. Zwei ehemalige Bundesligaspiele machen da die Treffer mit Mesut Özil und Kevin Volland. Und Chelsea 2:0 gegen Leverkusen erfolgreich. Romelu Lukaku, der jetzige Everton-Akteur, sowie Oscar per Elfmeter. Und jetzt Europa League noch. Die Tottenham Hotspur 0:0 gegen Inter Mailand. Liebe Grüße an den Jonas, der ja die Tottenham Hotspurs gerade macht in FIFA 15 und gerade so einige Lag-Schwierigkeiten hat, aber es liegt nicht irgendwie am Spiel oder könnte am Aufnahmeprogramm liegen, also in der Regel Fraps bei ihm. Einfach mal da gucken. Dann sehen wir AC Mailand 2:0 gegen Besiktas, Balotelli mit dem Doppelpack. Barcelona Kantersieg 6:0 gegen Valencia und Schalke 1:1 gegen Nizza. Alles noch gute Möglichkeiten. Jetzt können wir hier vorangehen. Haben dann gleich das Spiel gegen Wien Wiesbaden. So, Zingerle verlängert seinen Vertrag bei der TSG 899 Hoffenheim. Scouting abgeschlossen, Leverkusen. Günger Dünzer, 5-Sterne-Talent, hat hier Ziel erreicht. Oh Mann, er hat schon wieder abgefedert hier. Kalle Landmann, Trainingsziel. Wenn es so steht, dann hat er noch keine. Dankeschön, Sphinx Mido, hast ihn vergessen. War nicht mit Absicht. Aber ihr habt ja bald die Möglichkeit,
euch darum selbst zu kümmern, wenn das LP beendet wird, werde ich den Spielstand natürlich hochladen. Und ihr könnt dann hier weitermachen. Theoretisch auch ein eigenes Let's Play starten, so wie meine Anfänge damals. Müsst mich aber davor nochmal anfragen. Aber ich denke mal, ich werde es euch auf jeden Fall erlauben. Özunali hat verlängert bei Dortmund. Dann gehen wir hier weiter. Und stehen dann kurz vor der Partie. Gegen wen? Schürrle muss zusehen. Und sehen hier Bayern 9 Punkte voraus vor Schalke. Wolfsburg auf Rang 3. Und die dritte Liga, VfL Wolfsburg 2 Erster. Aber hier ist jemals dann Frankfurt, Erfurt und Erzgebirge Aue können da dann aufsteigen. Unsere Mannschaft rutscht auf 16. Spielen nur 0-0 gegen Erzgebirge Aue. Senkrecht Starter. Ademi auf der 5. Okay. So, wer ist es denn in Liga 3? Da ist unser Ribaki auf der 6 dabei. Sina und Jakobsen hier auf den ersten beiden Plätzen. Dann Mancha. Wir sind ein Team der SVW Wiesbaden, wer sich das Lied überlegt hat, meine Güte. 28. Spieltag, 2. Bundesliga, Karlsruhe SC gegen Mainz, Wien Wiesbaden gegen Hertha BSC und RB Leipzig gegen Greuther Fürth. Da haben wir ja gesagt, das machen wir jetzt noch im Videotext. Reserve. 0:0, bester Mann, Wohnmann. Die Baller hat verlängert. Jetzt stellen wir die Mannschaft auf. Lustenberger muss ja raus. Da kommt Hilbert mit und Rüdiger kann jetzt wieder anfangen. Wird das dann auch tun. So, zusätzliche Siegprämie. Machen wir mal 5k. So, decken das Ganze hier. Vladimir Juschenko immer noch bei Wien, den wollten wir ja holen. Der jetzt auch bei Leverkusen aktiv ist in der Realität. So, dann führen wir noch schwind die Spielergespräche. Ein Minus von 128 Punkte, manchmal frage ich mich echt, wie das kommt. Aber wir machen die Gespräche jetzt einfach mal. Saison sehr verbessert, können wir versuchen, gewinnt 3 Moralpunkte. Hilbert, gib im Training alles. Schmiedebach, gut trainiert. Lustenberger, Mannschaftsführung ist klasse. Rüdiger. Stendera, gut trainiert. Also der Mann entwickelt sich wirklich gut, das war ein guter Transfer, den ich da gemacht habe. Um ihn zu holen. Und ich hoffe, ihr nehmt es mir jetzt nicht übel, dass wir das da jetzt hier mit der Videotext machen. Weil ich, wie gesagt, ich möchte hier durchkommen. So, Videotext, das habe ich bislang noch nie gemacht. Dann sagen wir mal, heute geht es mehr als nur um 3 Punkte und dann gucken wir einfach mal. Spielgeschwindigkeit machen wir hier ruhig schnell. Und gucken mal. Wir haben noch kein Tor, doch, Hammer, aber ein Platzverweis, klasse. Klasse Sache jetzt hier schon. Ist gar nicht gut. Mal gucken, wie wir das Ganze hier dann kompensieren können. Da müsst jetzt hier Hegeler einfach reinrücken. Ramos hat das Tor gemacht in der 10. Minute nach Vorlage von Paul Verhaag. Und wen macht den Ausgleich? Durch Marco Königs. Ist natürlich ärgerlich. So. Motivation ist angesagt. Frische verlieren sie gar nicht mal so viel. Halbzeitansprache, Spiel konzentriert und geduldig weiter. Weil dann kann es auch was werden. Wechseltechnisch lassen wir jetzt mal Faton Ademi ran. So. Wir mit dem 2:1 durch Zuttner. Barceljuk mit dem Ausgleich.
Hegeler jetzt mit der gelben Karte, da kommt jetzt Zuccolini. Und Hilbert, nee. Ja doch, Hilbert für Benhatira. Einfach mal versuchen. 3:2 Nico Schulz. Und wir gewinnen mit 3:2, klasse. Damit 63 Punkte, 12 Punkte Vorsprung auf Mainz und den KSC, die jetzt Dritter sind. Also nicht schlecht hier für das erste Spiel im Videotext. So, rote Karte Schmiedebach. 6 Spiele gesperrt, dann war es wahrscheinlich eine Tätlichkeit. Ist gar nicht gut, das ist überhaupt nicht gut. Suttner mit einem Tor, Schulz mit einem Tor, Ramos mit einem Tor. Hatan Ademi wieder Spieler des Spiels. Bei den Wenern, die wirklich gut dagegen gekämpft haben, war es Marco Königs. Beide Ansprachen haben funktioniert. Wir mit den mehreren Schüssen, mit den mehreren Chancen, mit dem meisten Ballbesitz. Ergebnisse sehen wir hier in der Überblick. RB Leipzig gewinnt 2-0, Dresden 2-2, Cottbus 1-2, Kaiserslautern gewinnt. 60 mit dem Sieg, unentschieden zwischen KSC und Mainz. 0-0 zwischen Aalen und Ingolstadt im Abstiegsduell da unten. Union verliert 1-2 gegen Duisburg. Wir mit dem 3-2, 0-0 Chemnitz und Braunschweig. Damit 6 Spieltage vor Schluss, 18 Punkte sind noch zu holen, haben wir 12 Punkte Vorsprung. Auf Mainz und auf einen Nicht-Aufstiegsplatz sind 15 Punkte. Also das heißt, nächster Spieltag könnten wir bereits schon feiern. Stimmen, das sagte Peter Vollmann. Ich glaube, dass wir hier im Topspiel gesehen haben, dass beide Mannschaften hervorragend agiert haben. Beide Mannschaften haben nach vorne gespielt. Hertha BSC hat es geschafft, mehr Fehler von uns zu nutzen. Gratulation an Hertha BSC. Und ich sagte, mein Hund, der ist absolut harmlos. Okay, Spieltagsstatistik sehen wir nur Faton Ademi. Klasse. Teamleistung 5 Beste mit einem Schnitt von 3,2, in der Saison Schnitt von 3,03. Beste Spieler sehen wir hier Ramos auf 6 und Stendera auf 8. Und nach 28 Spieltagen Kraft notenbester Mann. Lustenberger 5 Tage, Schmiedebach 6 Spiele Sperre, da gucken wir gleich. Mühsam ernährt sich Dynamo Dresden, okay. Das wäre dann für Schmiedebach die Saison aus. Einige Vertragsverlängerungen mal wieder. So, was hat er denn gemacht? Umstoßen seines Gegenspielers? Sag mal jetzt erstmal nein. B-Junioren gewinnen 5-1. Jonas Klein der Beste mit 2 Toren. Faton Ademi. Können wir gerade nichts sagen. Dann würde ich sagen, machen wir das hier noch ganz schnell, gehen zum Spiel hier vor und dann war's das. Jetzt erstmal hier die Rückspiele und sehen, Manchester United ist weiter durch die Auswärtstore, also schade für den FC Bayern. Ajax Amsterdam hat sich noch durchgesetzt mit dem 1:0 hier gegen Werder Bremen. Und da sieht man es halt, das Auswärtstor kann helfen. Arsenal schafft es hier gegen Juve und Chelsea weiter 3:1 im Gesamten hier. Gegen Leverkusen, damit 2 Deutsche raus. Tottenham ist weiter, ganz knapp. AC Mailand ist weiter, genauso wie Barcelona. Und Nizza, die Schalke rausgeworfen hat, ist nicht gut für die 5-Jahres-Wertung. Weil jetzt sind alle 3 Deutschen raus. Von den Finanzen haben wir 1 verloren. Da scheint wohl irgendwas nicht in Ordnung gewesen zu sein. Sportgericht bestätigt Urteil, schade. Heißt es, wir müssen ein bisschen länger auf ihn verzichten, ist gar nicht gut. Ist aber im DFB-Pokal dann wieder spielberechtigt. Ronny Chef fällt aus, Patrick Vollrath Trainingsziel. So, links außen kann er. Scouting abgeschlossen, Bucherus ziert und Lustenberger wieder fit. So, schaffen wir es jetzt hier noch? 1. April. Wir kommen zumindest weiter, wieder einige Trainingsziele erreicht, Heilmann Muskelfaserriss. Unsere zweite gewinnt gegen Hertha BSC mit 1:0. Und 10:2, die wieder verurteilt wurden. So, Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten. Am 29. Spieltag der zweiten Bundesliga
Greuther Fürth gegen Mainz, Braunschweig Dresden und MSV Duisburg gegen den Karlsruher SC. 14 News, Rybaki 5 Spiele verurteilt, Gnan 4 Spiele, also 2 Platzverweise. So harte Spiele unserer Mannen. So, Patrick Ernst, Trainingsziel. So. Pierske, Trainingsziel. Hallmann ist verletzt, Rybaki frustriert. Unsere Mannschaft gewinnt 1:0, hat aber 2 rote Karten kassiert. Rybaki mit der Vorlage für das Tor von Slodacic. Also ist ärgerlich. Sowas ist ärgerlich. Gemeiner Masseur. Hegeler verliert 5 frische Punkte. Schmiedebach ist sehr verletzt. Da kommt Bruno Zuccolini zu seinem Einsatz. Und Langkamp kommt mit. Dann würde ich sagen, ist das die Elf hier? Sagen hier nochmal 5000 Siegprämie. Gehen noch in den Teamvergleich. Wo wir eigentlich nicht so viel machen sollten. So, Decken hier schafft der Jankow, den ehemaligen Hannoveraner. Und dann war es das hier für der